Wir feiern heute ein ganz besonderes Ereignis und auch noch die nächsten Tage. Seht ihr schon auf der Brust dieses kleine Zeichen? Hier auf dem Rücken kann man es besser erkennen. Das ist das WoW Classic Logo, denn Blizzard Entertainment's World of Warcraft ist 12 Jahre jung oder alt geworden, je nachdem wie man das sieht. In der IT-Branche sind 12 Jahre für ein Computerspiel eine gigantisch lange Zeit und noch lange ist nicht Schluss. Zu diesem besonderen Event werden wir uns einen besonderen Händler später ansehen, der ein paar Fragen an euch über die Geschichte hat. Und wir werden uns auch ein bisschen mit der Geschichte von World of Warcraft befassen. Das ganze Spiel ist am 3. September 2001, nicht so, aber ein bisschen anders, auf der European Computer Trade Show offiziell angekündigt worden. Die Entwicklung hat nach Angaben von Blizzard etwa 4 bis 5 Jahre gedauert, wovon 2 Jahre alleine auf die Testphase gegangen sind. Und dies hier ist der allererste Trailer der Alpha von World of Warcraft. Beyond the gates of mighty kingdoms lies a vast, unexplored world. A world of honor. A world of mystery. Danger. Der ist natürlich sehr, sehr alt, dieser Trailer, aber für damalige Verhältnisse war das einfach top. Und ich habe euch heute die Zeitschrift Computer Gaming World mitgebracht. Diesen Verlag gibt es heute nicht mehr. Diese Zeitschrift ist aus dem Jahre 2001. Da unten steht es jetzt gleich zu sehen. Und World of Warcraft selbst kam 2004 heraus. Zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben worden ist von den Redakteuren, haben die Entwickler von Blizzard Entertainment ein Jahr daran gearbeitet. Ergibt auch Sinn, wenn das 2001 war, dann sind wir bei 5 Jahre Entwicklungszeit bei 2004. Und da schreiben sie das erste Mal über World of Warcraft und verwenden auch das erste Mal den Ausdruck Fanboy. Die ganze Redaktion war so begeistert von diesem Spiel, sie haben es in dieser Zeitschrift einfach nur hochgelobt und waren fassungslos, obwohl sie nur eine einzige Quest gesehen haben. Und vielleicht kommt auch der Ausdruck Fanboy daher. Die Redaktion durfte das Spiel eine Stunde lang anspielen, beziehungsweise das, was schon vorhanden war. Und Blizzard Entertainment hat immer ein paar Informationen genannt. Zu dem damaligen Zeitpunkt 2001 war es eigentlich nur geplant, dass es 3 Rassen gibt. Die ersten waren die Orks, dann kamen die Menschen, natürlich Orks vs. Humans. Und die dritte Rasse überhaupt, das waren die Tauren. Die Tauren selbst sind bis heute noch verbündet mit den Orks. Der Grund war von Blizzard Entertainment damals genannt worden, dass sie sich über ihre Tradition mit den Orks am meisten identifizieren können. Die Redaktion selbst hat das ganze Spiel als Quantensprung damals bezeichnet, da es jetzt endlich mal möglich gewesen ist, sich einzuloggen und auch wirklich selbst diesen Charakter der Geschichte zu spielen, was es vorher in vielen anderen Spielen noch so nicht gegeben hat und den ganzen auch noch so anzupassen. Insgesamt haben ganze 40 Entwickler, mehr nicht, ein Jahr daran gearbeitet. Und hier haben wir noch ein paar andere schöne Ausschnitte von dem Spiel. Hier zum Beispiel, rechte Seite, da können wir die ersten Bilder der Menschen sehen. Und von den Orks, auch damals war es schon geplant, dass Orks und Menschen mal zusammenspielen können, wenn sie die Beziehung miteinander pflegen. Das bedeutet eben, dass man sich nicht angreift oder dass Tauren und Menschen zusammen gegen Gnolle kämpfen können. Also auch heute ist das nicht anders. Bestimmte
Questgegner werden von der Horde wie Allianz auch zusammen noch bekämpft. Man muss sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen und das war damals 2001 schon so geplant gewesen. Dann hat die Redaktion eine interessante Frage gestellt, nämlich wie die das Ganze technisch realisieren wollen überhaupt. Denn es war damals nicht üblich, dass Spiele sich angepasst haben auf das, was die Spieler machen. Es war alles wenig flexibel, alles sehr starr. Und Blizzard Entertainment wollte ein Spiel haben, das reagiert auf das, was die Spieler machen, wie zum Beispiel Questen oder Fraktion und sowas. Und das war eine enorme technische Herausforderung, an denen viele Spiele gescheitert sind. Und Blizzard hat gesagt, wir trauen uns das zu, wir lassen unsere Erfahrungen vom Battle.net mit einfließen. Gleichzeitig kam auch die Frage, soll das Ganze denn auf den Diablo 2 Servern laufen? Blizzard hat gesagt, nein, wir machen das mit verschiedenen Realms und diese Erfahrung von Diablo 2, die lassen wir in World of Warcraft mit einfließen. Das bedeutet, es gibt ein Band zwischen Diablo 2 und World of Warcraft bis heute. Sehr interessant ist, dass Blizzard schon damals eine No-No-Liste aufgestellt hat mit goldenen Regeln, die sie niemals in World of Warcraft sehen wollten. Und das erste ist gewesen, Ladezeiten zwischen den Zonen. Man wollte nicht, dass wenn man durch Azeroth läuft und geht in ein anderes Gebiet, dass man plötzlich am Ladebalken hängt. Das war erstaunlich damals, weil in der Regel früher alles einfach nur instanziert gewesen ist und bei den meisten Spielen ging das schon nach kurzem Abstand und das wollte man nicht haben. Genauso wenig, wie man für wichtige Monster campen müsste, also auch das kam weg. Dann zu viel Abstand zwischen den einzelnen Kämpfen selbst, also sollte immer Action geben. Getränke und Nahrungsmittel sind ein und sollten und sind ein wichtiger Aspekt des Spieles, das heißt, dass man sich darüber eben heilen kann mit Dingen, die man dann auch findet. Und der wichtigste Punkt, Ratten und Hasen sollten keine Spieler töten. Und zwar hat Bill Roper da erzählt, als er mit seinem Zwergenkrieger losgelaufen ist und ihn eine Wache vor einer Ratte schützen musste, hat sich das für ihn nicht episch angefühlt. Bill Roper übrigens hat mit an Diablo, Diablo 1 und Diablo 2 entwickelt, ist nachher nach Blizzard North gegangen, war der Vizepräsident und dann wurde das Studio leider geschlossen. Sehr interessant, in diesem Teil lesen wir zum ersten Mal von dem Krieger und von dem Zwerg. Warum das nicht in den anderen Teilen des Artikels aufgetaucht ist, keine Ahnung. Es lässt aber vermuten, dass der Zwerg die vierte Rasse in World of Warcraft gewesen ist. Das nächste große Thema waren die Farben und der Schlingdorn-Dschungel, bei dem man das an Beispielen dann festgelegt hatte. Man sagte dazu, World of Warcraft soll nicht fotorealistisch werden und das ist es ja auch bis heute nicht. Man versucht auf Erdtöne dabei zu verzichten, die Optik soll surreal und farbenprächtig sein. Die Spieler, Zitat Roper, sollen das Gefühl entwickeln, in einem Gemälde drinne zu sein. Die ganze Optik war der Versuch und nachher auch der Erfolg, die Grafik von Warcraft zu extrapolieren und in ein First-Person-Universum zu bringen. Metzen sagte dazu, es solle etwas Ikonisches sein, ein Level von Macht, das nicht in anderen Spielen gefunden werden kann. Und das ist auch der Kern des Spieles. Zitat Metzen, mächtige Kumpel machen großartige Dinge. Und wenn jetzt die Frage auftaucht, wer war überhaupt Metzen? Chris Metzen ist es gewesen, er war der Vizepräsident für die kreative Entwicklung und hat 2016 World of Warcraft verlassen. Befassen wir uns jetzt mal mit dem originalen Interface. Dieses Interface hier ist also das der völlig frühen Alpha und man kann schon sehen, wie groß die Taschen gewesen sind mit dem Warcraft-Icon, übrigens da drinne, im Vergleich zu dem Menü da unten, Social Quest, das hatte man schon, Fähigkeiten und das Menü selbst, dann hatte man hier oben noch die Charakteranzeige, heute sieht das alles ein bisschen anders aus, aber es gab schon Lebensbalken, so eine Art Mana-Balken, auf der rechten Seite die Minimap, eine ähnliche Version davon ist bis heute noch so bestehen geblieben. Der Rest, naja, ist eher so weggefallen. Auch die Tasche sieht etwas anders aus. Damals gab es dann halt noch diesen Tag- und Nacht-Indikator, den man dann irgendwann abgeschafft hat. Später aber erst in der finalen Version gab es den noch. Und da bin ich ein bisschen verunsichert. Da steht Hvim Forest. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein Fehler damals gewesen ist oder ob es so einen Ort gab oder Elvin Forest mal anders hieß. Das hier war dann übrigens dann die Tasche gewesen. Das erste Icon quasi für die Tasche und hier das Fähigkeiten, Fenster für die einzelnen Spells der Charaktere. Heute immer noch sehr ähnlich aufgebaut, wenn auch sehr viel hübscher. Und damals war es auch schon so, dass man einzelne Fähigkeiten unten einfach in das Interface reinziehen konnte und diese Hand, die gibt es auch noch bis heute.
Jetzt etwas ganz Besonderes, nämlich die erste Karte von Azeroth zu dem Zeitpunkt, als die Zeitschrift rauskam. Nach eigenen Angaben die neueste Version. Das hier ist jetzt die Weltkarte von Azeroth und ich bin sehr verwundert darüber, wo überhaupt Kalimdor dort gewesen sein soll. Es war nämlich gar nicht eingezeichnet. Was es allerdings schon gab, war Tul Barad, was viel, viel später eingefügt worden ist zu Cataclysm als PvP-Schlachtfeld. Das gab es schon, aber Kalimdor war nicht vorhanden. Sehr irritierend das Ganze. Vielleicht habt ihr ja die Antwort darauf. Könnt es gerne dann in die Kommentare reinschreiben. Ich kann mir keinen Reim dazu machen, weil Kalimdor wurde schon angekündigt zwar, aber die Karte selbst enthielt es noch gar nicht. Immerhin Kasmodan gab es Lordaeron, Elven Forest Westfall und das Ganze war laut der Karte eben Azeroth gewesen. Vielleicht wisst ihr mehr dazu. Die Entwickler haben übrigens auch gesagt, sie hatten überhaupt gar kein Release-Date und das ist die Wahrheit, sagten sie. Der Grund ist, man wolle so extrem das Ganze testen, sie wollen kein Spiel rausbringen, was nicht fertig ist. Wenn es ein gutes Spiel werden soll, dann ist es eines, was die Spieler auch später noch nach Jahren spielen werden und man wird da nicht voreilig irgendwas rausbringen. Und das hier ist jetzt das Original-Gameplay. In 12 Jahren hat sich so viel verändert, aber heute ist es noch lange nicht tot und Spieler schreiben ihre Geschichten. Thank you.
ihr seid ja immer noch da. Stimmt, genau, der Geburtstag von World of Warcraft. Ihr bekommt mit dem Briefkasten eine neue Quest. Hier in Sturmwind zum Beispiel, wenn ihr bei der Allianz seid, könnt ihr sie abgeben und ihr könnt jeden Tag Fragen zu Azeroth und World of Warcraft beantworten. Und wenn ihr das richtig macht, dann bekommt ihr immer Münzen als Belohnung. Und mal überlegen, manchmal ist es ein bisschen knifflig. Richtig, wenn ihr es richtig gemacht habt, erhaltet ihr dann eben eure Münzen. Und von diesen Münzen könnt ihr euch dann zum Beispiel diesen tollen Corgi hier kaufen oder ein paar Kostüme, das Ganze hier dann täglich zu machen. Ich nehme jetzt meinen Wappenrock, der mir 12% mehr Ruf gibt, juhu, und schreibe meine eigenen Geschichten.